Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um 5 Dinge, die ich am Galaxy Note 7 so richtig hasse. Es gibt auch 5 gute Dinge und dazu habe ich auch ein Video gemacht. Aber heute geht es um die Dinge, die Samsung hätte einfach verbessern sollen. Los geht's! Zuerst mal vielen Dank an Mobilcom Debitel, dank denen ich das Note 7 testen konnte, auch wenn es jetzt negative Punkte gibt. Vielen Dank an euch Leute. Punkt Nummer 1 ist auf der Unterseite, der Lautsprecher. Ich meine, wie kann es sein, dass ein 850-Euro-Handy einen schlechteren Lautsprecher hat als ein Moto G4, was 200 Euro kostet? Das hat nämlich einen Lautsprecher auf der Oberseite, was auch echt smart ist, weil er dann nach vorne tönt und gleichzeitig die Hörmuschel ist zum Telefonieren. Beim Note hingegen haben wir diesen Lautsprecher, der echt nicht sonderlich geil klingt. Ich meine, er klingt nicht ganz schlecht, aber er könnte einfach viel geiler klingen, vor allem für das Geld. Punkt Nummer 2 ist der Preis, den ich ja gerade schon mal kurz angesprochen hatte. Das Handy kostet 850 Euro neu. Das ist eine Menge Geld, besonders wenn man bedenkt, dass Samsung-Handys stark im Preis fallen, besonders jetzt, wo es ja diese Warnungen gab, dass das Handy explodieren könnte, wenn man es lädt. Fairerweise muss man anmerken, dass andere Smartphones, die ähnlich gut sind, deutlich mehr kosten. Aber ich finde trotzdem, dass Samsung einen abartig hohen Preis gewählt hat und Geräte wie das OnePlus 3 zeigen einfach, dass es auch günstiger geht für ähnliche Features. Punkt Nummer 3, die Kratzer. Mein Gott, verkratzt dieses Gerät schnell. Ich habe das jetzt nicht wirklich lange im Gebrauch und schon 2 richtig tiefe Kratzer auf der Rückseite, wo ich mich frage, wie konnten die da reinkommen? Achtung, Achtung, einer Review lädt ein Hate-Video hoch, Achtung. Das hier hat Corning Gorilla Glas 5. Das ist zwar bruchfester, aber was soll denn das? Das ist übel schnell verkratzt. Gerade bei Glasrückseiten ist sowas echt unangenehm. Und ich bin jetzt mit dem Gerät nicht irgendwie asozial umgegangen oder so. Ich hatte das in meiner normalen Hosentasche drin und in der anderen Hosentasche meinen Schlüssel. Also ich frage mich wirklich, wie diese Kratzer da reingekommen sind. Und das ärgert mich so ein bisschen. Man wird also definitiv eine Hülle oder eine Skin oder so brauchen. Punkt Nummer 4, TouchWiz. TouchWiz ist besser geworden, keine Frage. Es gefällt mir deutlich besser als früher und es hat viele, viele praktische Funktionen. Allerdings sieht es halt immer noch nicht super schön aus, es ist immer noch nicht so schnell wie Stock Android und auch die Updates sind natürlich nicht so schnell wie bei einem Stock Android Gerät, was halt einfach schade ist. Und ausgerechnet das Schlimmste von Huawei Handys, was ich nie mochte, haben sie sich abgeguckt. Rahmen um die Apps herum. Das kann man zwar deaktivieren, aber warum machen sie das überhaupt? Finde ich nicht schön. Aber trotzdem werde ich in meinem Review natürlich auch die positiven Seiten beleuchten. Und zu guter Letzt Punkt Nummer 5, es gibt nur eine Edge-Version von diesem Handy. Nicht jeder mag Edge-Handys und sie haben natürlich auch ihre Nachteile und natürlich auch Vorteile. Trotzdem wäre es schön gewesen, wenn sie eine Nicht-Edge-Version rausgebracht hätten, vielleicht sogar mit einem größeren Akku, 4000 mAh oder so. Ist schade, dass es keine gibt. Ich persönlich finde es nicht so schlimm, wäre aber trotzdem schön. Und damit war es das mit den 5 schlechtesten Punkten zum Galaxy Note 7. Es gibt natürlich auch 5 gute Punkte, wie bereits erwähnt. Die findet ihr unten und auch ein Review bald auf meinem Kanal. Also macht's gut, bis dahin, ciao.